Es ist bereits das dritte Treffen zwischen der IHK Karlsruhe, der Stadt Karlsdorf und der Schönborn-Schule. Denn am 17. Januar 2013 wurden 4 weitere Kooperationen unterzeichnet. Damit hat die Schönborn-Schule Grund- und Werkrealschule insgesamt 15 Kooperationspartner. Damit ist die Auswahl für die Schüler groß und deckt viele Berufsfelder ab. Besonderheiten sind, dass es vielfältig ist, das ist das Wichtige. Das Berufsleben bietet eine große Vielfalt und das schaffen wir mit den Kooperationspartnern dann auch zu zeigen. Erklärtes Ziel des Projekts Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe ist, den Schülern einen leichteren Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. Solche Kooperationen sind wichtig für die Schüler und ihre berufliche Zukunft. Die Zusammenarbeit sollte langfristig angelegt sein. Besonderheiten sind, dass sie wirklich abdecken, von den pflegerischen Berufen bei Einrichtungen, zum Beispiel auch die Bibliothek in Karlsdorf-Neudorf, da haben wir ein Kind untergebracht, die lernt jetzt Bibliothekarin mit einem Hauptschulabschluss. Wir haben ganz viele handwerkliche Berufe dabei, die nach Tests, die wir durchführen von Klasse 7 ab, auch das Spektrum abdecken können, wo unsere Schüler geeignet sind. Der eine ist ja handwerklich begabter, der andere mehr im Umgang mit Menschen und so weiter. Und deshalb müssen wir auch Ausbildungsbetriebe ihnen bieten, die Möglichkeit der Praktikas zu machen, um auch zu testen, ist das wirklich was für uns. Neu an der Schönborn-Schule ist die AOK Mittlerer Oberrhein, Steiger Nutzfahrzeuge, das Autohaus Graf Hartenberg sowie der Caritas-Verband Bruchsal. Die Schüler haben bei den Kooperationspartnern sogar ein Mitspracherecht. Die Jugendlichen können sich auswählen bei den Kooperationspartnern, welche Berufsbilder dort vermittelt werden, können da reinschnuppern, sehen, das passt mir, das passt mir nicht oder vielleicht was anderes, was ich machen könnte. Und durch die Vielfältigkeit der Kooperationspartner, wie hier zum Beispiel bei der Schönborn-Schule, die 10 Kooperationspartner haben inzwischen, haben die Jugendlichen alle Möglichkeiten dieser Welt, die Ausbildungsberufe, die die IHK und auch die Handwerkskammer anbietet, auszutesten. Bei dieser Zahl an Kooperationen sollte also für jeden Schüler ein interessantes Angebot dabei sein und der Schritt in das Berufsleben leichter fallen.